Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch die Planefinder-Apps für das iPhone sowie für das iPad zeigen. Von den Planefinder-Apps gibt es verschiedene Varianten. Einmal das normale Planefinder-App für das iPhone. Die kostet 3,99 Euro. Dann gibt es dieselbe App in HD für das iPad. Da kostet die App 5,49 Euro. Dann gibt es das Ganze nochmal in der Augmented Reality Version. Das ist eine Universal-App. Die kostet 2,39 Euro. Und wenn ihr sie am iPhone kauft, könnt ihr sie automatisch auch auf dem iPad kostenlos installieren, da es wie gesagt eine Universal-App ist. Und ja, ich fange jetzt mal mit dem iPad an. Da zeige ich euch erstmal, was die App bringt. Also mit der App seht ihr, was für Flugzeuge in der Umgebung sich so rumtreiben. Ihr seht dann hier den Ortungspunkt. Und da seht ihr zum Beispiel, dass hier in der Nähe von mir ein Flugzeug ist. Das könnt ihr so anklicken. Dann seht ihr auch die Route von dem mit so Linien. Das ist nicht so genau. Wenn ihr allerdings auf den blauen Punkt geht, seht ihr hier oben, aus welchem Land die Fluggesellschaft kommt. Was für eine Fluggesellschaft es ist, in dem Fall Germanwings. Hier unten seht ihr nochmal ein Bild von dem Flugzeug. Und normalerweise seht ihr hier unter Route, von wo das Flugzeug kommt und wo es hinfliegt. Ihr seht dann auch nochmal, wie hoch es fliegt, wie schnell es fliegt und die Flugnummer. Und es gibt auch Bilder von den Flugzeugen hier oben. Allerdings nicht bei allen, wie man hier sieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein anderes auswähle, es ist von Lufthansa, seht ihr auch das Flugzeug hier, auch kein Bild und auch keine Route verfügbar. Hier seht ihr zum Beispiel EasyJet, ist eine Fluggesellschaft aus England. Und hier seht ihr, der fliegt von Manchester nach Paphos, kennt keine Sau. Auf jeden Fall seht ihr hier unten das Flugzeug und hier gibt es sehr viele Bilder. Die könnt ihr euch dann anschauen von dem Flugzeug, falls euch die interessiert. Und ja, ist eigentlich ganz cool, um zu sehen, was für Flugzeuge in der Umgebung von euch sind und wo sie so hinfliegen. Wenn ihr ganz rauszoomt, dauert es ein bisschen, dann werden die Flugzeuge in diesem Bereich euch angezeigt. Wie ihr seht, sind es sehr viele. Diese Bereiche, wo ganz viele Flugzeuge sind, das sind meistens Flughäfen, weil auch die angezeigt werden, die sich am Flughafen befinden. Wenn ich jetzt hier irgendwo reinklicke, auf den blauen Pfeil gehe, sehe ich von Stuttgart nach London, eine Lufthansa-Maschine, wie schnell sie gerade fliegt. Ich kann hier oben noch mehr Informationen anzeigen lassen über das Flugzeug. Falls euch das interessiert, ihr könnt auch, wenn ihr so rüberwischt, die Informationen anzeigen lassen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr jetzt hier ein Flugzeug habt und sagt, hey, das will ich meinen Freunden zeigen, könnt ihr da oben rechts auf diese Taste drücken. Dann könnt ihr das entweder auf Twitter teilen, per E-Mail versenden, auf Facebook posten. Ihr könnt auch für die Flugnummer die angezeigten Flüge anzeigen lassen. Flüge in der Vergangenheit könnt ihr euch hier auch anzeigen lassen. Und was auch sehr cool ist, ihr könnt einen Alarm einstellen, falls ein Flugzeug mit einer bestimmten Flugnummer einen bestimmten Bereich überfliegt. Dann bekommt ihr nämlich Benachrichtigung hier vom Planefinder, dass das registrierte Flugzeug den markierten Bereich überflogen hat. Hört sich dann auch an, wie im Flugzeug so eine Durchsage. Wirklich sehr cool gemacht. Ihr habt hier auch noch diverse Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch die Karte natürlich auch im Satellitenbild anzeigen lassen.
finde ich, sieht ein bisschen doof aus, deswegen lasse ich immer die normale Anzeige. Ihr könnt auch einstellen, was für eine Farbe die Flugzeuge haben soll, rot, gelb oder schwarz. Ich denke, rot sieht man am besten. Ihr könnt einstellen, ob es automatisch aktualisiert werden soll, ob angezeigt werden soll, wo ihr euch befindet und ob sich die Flugzeuge bewegen sollen. Und ja, hier könnt ihr dann eure Alarme, die ihr eingestellt habt, löschen oder sonst was damit machen. Ich lösche die jetzt einfach mal. Ihr könnt euch auch Lesezeichen machen. Hier zum Beispiel entweder München, klickt ihr da drauf, wird der Bereich hier von München rangezoomt. Wenn ich Los Angeles klicke, dann wird mir der Bereich von Los Angeles angezeigt mit den ganzen Flugzeugen, die sich da befinden. Nehmen wir mal den hier. Wie man sieht, ist auch nicht jede Airline oder jede Fluggesellschaft in der Datenbank drin von denen. Auf jeden Fall wird hier auch angezeigt, was es für ein Modell ist vom Flugzeug. Es ist kein Bild verfügbar. Und ja, ihr könnt auch Lesezeichen hinzufügen. Könnt irgendwas schreiben. Okay. Dann ist es hier gespeichert. Lösche ich gleich wieder. Ist wirklich sehr cool gemacht, um euch anzuzeigen, was für Flugzeuge sich so in der Luft befinden und wo sie so hinfliegen. Die ganzen Links zu den Apps sind in der Beschreibung, falls ihr die kaufen wollt. Und ja, kommen wir zum zweiten App fürs iPad, besser gesagt dem Universal-App. Und das ist Planefinder AR. Wie ihr seht, wurde die Kamera gestartet. Das ist jetzt schlecht zu zeigen vor der Kamera, aber auf jeden Fall ist es eine Augmented Reality App. Das macht ihr am besten draußen. Da zeigt es euch nämlich in der Luft an, wo sich gerade ein Flugzeug befindet und wo es hin will. Das kann ich euch hier schlecht zeigen. Hier könnt ihr natürlich auch auswählen. Verschiedene Optionen. Und ja, ist eigentlich eher was für draußen anstatt für drinnen. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht so gut zeigen. Kommen wir zum iPhone. Wie gesagt, Planefinder fürs iPhone 3,99 €. Macht eigentlich dasselbe wie am iPad. Zeigt euch an, wo ihr gerade seid und was für Flugzeuge in der Umgebung befinden. Nähere Informationen sehe ich hier von Leeds, England, nach Rhodos in Griechenland. Ist eine Jet 2 Maschine. So sieht er aus von unten. Seht ihr hier unten. Ihr könnt auch, wenn es euch interessiert, die ganzen Bilder hier anschauen. Wen es interessiert. Ihr könnt auch wie am iPad das Ganze euren Freunden mitteilen. Wenn ihr hier zum Beispiel ein Flugzeug habt, mit dem ihr fliegen werdet. Hier könnt ihr auch die ganzen Flüge anschauen, was das Flugzeug schon so gemacht hat. Ihr könnt auch einen Alarm festlegen. Ist eigentlich dasselbe wie am iPad, nur in klein. Die Einstellungen gibt es auch. So viel zu dem Planefinder App. Dann kommen wir zu Planefinder AR. Seht ihr wieder hier, Kamera wird gestartet. Drinnen, wie gesagt, funktioniert das App nicht so gut. Da spinnt es ein bisschen. Auf jeden Fall seht ihr die Idee davon, dass ihr einfach draußen dann so rumschaut. Hier seht ihr es ja, da war gerade. So sieht es dann aus. Wenn da sich ein Flugzeug befindet, so könnt ihr halt euch umschauen und sehen dann, wo sich die Flugzeuge befinden. Und das war Planefinder AR. Das kostet 2,39 € und ist eine Universal-App.
im Gegensatz zu dem normalen Plane Finder App. Wenn euch die Apps interessieren, ich habe Links dazu in der Beschreibung. Preise stehen auch nochmal in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.